Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht, ich bin nicht gerade sehr begeistert, ihr habt im Titel auch gelesen, es geht um Artikel 13 und möchte mit euch ein bisschen quatschen, wie es weitergeht, welche Maßnahmen man noch einleiten kann und was es überhaupt in dem Sinne bedeutet. Ich gehe da nicht zu überangespitzt rein, also ich möchte versuchen, es so mit euch zu kommunizieren, dass ihr auch ein bisschen nachdenkt in dem Sinne, okay, wir müssen was tun und wir können noch was tun. Also, Artikel 13 wurde am 13.02. durchgewunken, also CDU, CSU, die haben sich da wirklich Mühe gegeben, dass das Ding durchkommt. Kann jetzt natürlich nicht behaupten, dass es irgendwas mit Lobbyismus zu tun hat, weil ihr wisst, das Internet, so wie wir es kennen, YouTube, Twitch, Netflix und sowas, also alles, was mit Internet zu tun hat, die heutige Jugend ist begeistert davon. Die schauen mehr YouTube und diese anderen Dinge statt dem regulären Fernsehen. Artikel 13 natürlich durch diese Meinungsfreiheit, die man dort hat und sagen kann eigentlich, was man will und auch großteils zeigen kann. Es gibt natürlich auch Blockaden. Wenn das wegfällt sozusagen, spielt das dem Fernsehen, dem Radio, den Printmedien natürlich schön in die Hände. Will jetzt nicht sagen, okay, das war so geplant. Kommt mir aber nur so vor, ich rede jetzt frei und äußere Kritik, so wie es dann bald nicht mehr sein wird. Ich weiß, viele denken jetzt, dass es zu überangespitzt, so schlimm wird das gar nicht und sowas drum und dran. Doch. Das Ding ist, Artikel 13, was macht Artikel 13 aus unserem Internet? Das sozusagen jedes Wort, jedes Bild und alles drum und dran unterliegt einem Upload-Filter. Das heißt, alles wird geprüft, was wir machen. Das wird zu Stasi-Zeiten auch. Soll jetzt natürlich auch kommen. Wir haben Petitionen gestartet, dass das Ding nicht durchkommt. Ich glaube, 4,7 Millionen haben Menschen da mitgemacht. Interessiert dem Staat anscheinend nicht. Das ist total egal, was das Volk sagt. Ich meine, wir leben in einer Demokratie, wo das Recht des Einzelnen irgendwo einfließen kann, also die Stimme zählt, aber anscheinend in der jetzigen Politik zählt die Stimme überhaupt nicht mehr. Also egal, worüber wir uns beschweren, was wir sagen, es ist egal, sie winken ihr Zeug durch, so wie sie es haben wollen und Feierabend. Ich meine, ich sehe es auf Twitter, in den Trends, ich meine, es ist Valentinstag, ja, in den Trends trotzdem noch in den Top-Charts, nie wieder CDU, nie wieder CSU, ja. Da fängt es schon an. Ich meine, die Politik dachte sich auch, das sind doch nur Bots, die bringen das hoch und da stehen keine echten Personen hinter. Doch, es stehen echte Personen hinter. Viele beschweren sich. Ich sehe zum Beispiel, dass der Gronkh sich sehr, sehr aufregt, dass viele andere YouTuber sich aufregen. Aber es geht ja nicht nur um die YouTuber allgemein. Zum Beispiel ein Gaming-Kanal wie ich. Also ich bin kein Gaming-Kanal, ich habe einen Gaming-Kanal. Ich habe rechtliche Unterstützung, zum Beispiel für Spiele, Musik. Ich habe Lizenzen, ich kann mein Zeug machen. Zwar nicht mehr alles dann, aber ich kann mein Zeug machen. Das Problem ist, auf was bezieht sich es direkt? Wenn du ein Creator bist und du machst ein Video, also ein junger Creator, der noch anfangen will, kreativ zu sein. Stell dir vor, du machst ein Stop-Motion-Video von Lego. Lego sagt, das gefällt mir nicht, den strike ich weg. Nach drei Strikes ist Feierabend. Das Problem ist, vorher, das Content-ID-System bei YouTube ist drauf angesprungen. Also es wurde schon gefiltert nach Audio. Zum Beispiel, wenn du Musik drin hast, dann hat YouTube dich ermahnt, sozusagen geclaimed, dass dieses Video nicht da sein darf oder hat dich weggestrikt. Oder du kannst bei YouTube auch einen kleinen Button klicken, dass genau diese Musik rausgefiltert ist, dass die nicht in dein Video kommt. Sonst verdienst du ja auch nichts dran. Ne? Also das Video konnte da bleiben, bloß die Rechteinhaber sind woanders und so weiter und so fort. Will das jetzt nicht so tief gehen. Das Problem ist, vorher hast du als Creator den Anranzer bekommen. Also du hast was hochgestellt, YouTube sagt, nee, das können wir nicht so machen. Wir hauen jetzt keinen Strike raus, aber wir mahnen dich mal ein bisschen und die Musik muss weg, mach das Video weg. Jetzt ist das Problem. Du machst ein Video, wir nehmen jetzt mal Lego, einfach mal so, nicht jetzt, dass ich etwas Lego beziehen will, sondern da sagt sich Lego, ey, das Video gefällt mir nicht, der User, du kriegst Ärger und die Firma, also auch YouTube kriegt eins auf den Sack. Stell dir mal vor,
10.000 Leute machen irgendwelche Videos. Alles muss irgendwie kontrolliert werden. Da ist eine Kontrolle drin. Es muss gemacht werden. Es kommt nicht von YouTube, sondern unser EU-Parlament will das anscheinend so. Alles muss kontrolliert werden und sagen wir es mal, von 10.000 Videos sind vielleicht 400 einfach nur, die angemahnt werden. Die User kriegen auf den Sack und YouTube würde ich mir als Plattform nicht bieten lassen. Also ich würde sagen, ey komm, wir gehen aus Europa weg. Will ich nicht, weil wir bekommen nur Ärger da. Also das ist ein großer, riesengroßer Rechtsstaat. Ich weiß, ich erzähle das gerade vielleicht in manchen Augen ein bisschen falsch. Vielleicht denkt sich einer, was laberst du denn eigentlich? Aber ich möchte auf was aufmerksam machen, was nicht funktioniert. Also Artikel 13 funktioniert nicht. Also gerade wenn du streamst, wie willst du in einem Stream mit einem Upload-Filter kontrollieren, dass dort nicht Dinge gezeigt werden, die da nicht hingehören? Zum Beispiel, wenn du ein Adidas-T-Shirt anhast, du streamst, dann es kann nicht geblockt werden, es funktioniert nicht. Es muss in dem Sinne alles geblockt werden. Streams, YouTube, alles untersteht sozusagen einem Filter, der selber nicht weiß, was Phase ist. Weil ich meine, wir wissen, wie gut Filter funktionieren. Also sagen wir es mal so, nicht nur Musikfilter, sondern allgemein bei YouTube zum Beispiel dieses nicht werbefreundlich. Ich meine, ich habe bei mir Kellervideos gemacht, wo ich mich selber in einem Keller filme und das Content-ID-System sagt, ist nicht werbefreundlich. Ich habe nur einen Keller gefilmt. Es ist, da seht ihr, wieso die Filter überhaupt funktionieren. Die funktionieren nämlich gar nicht. Und dann noch verschärftere Filter, die blocken dir alles weg. Das funktioniert einfach nicht. Und worauf will ich jetzt anspielen? Das Ding ist durch, aber Artikel 13 ist nur ein Teil von einem großen, sag ich mal so. Und das wird, ich erkläre es jetzt ein bisschen einfach. Und im April soll ja dieser große Vertrag erstmal zustande kommen. Ich erkläre es nur so, und Artikel 13 ist damit drin. Das heißt, wir haben bis April noch Zeit, was zu unternehmen. Ich will jetzt keinen Ansporn, irgendwie durchzudrehen oder irgendwas zu machen. Am 23. März werden europaweit Demonstrationen stattfinden und ich werde natürlich auch dabei sein, ich werde das auch versuchen zu filmen, obwohl, ja, wenn der Artikel durchkommt und ich filme da irgendwas und im Hintergrund läuft vielleicht auf einer Parade irgendwo Musik, kann ich auch wieder abgestraft werden und ja, wie gesagt, bei den Demonstrationen, ich werde mit dabei sein, einfach nur auch Präsenz zu zeigen, aber worum geht's jetzt im Allgemeinen bei diesem Video? Wahlen. Geht bitte wählen. Also wenn eine Wahl ansteht, bitte geht wählen und ich sage es mal so, junge Leute wie ihr, ihr sagt euch, das bringt ja eh nichts, das hat keinen Sinn, die machen doch sowieso, was sie wollen. So dachte ich auch, als ich jung war, so 18, 19, 20, habe ich mir das Gleiche gedacht, wozu wählen gehen, das bringt doch sowieso nichts. Aber jetzt in meinem Alter denkst du dir, okay, das kann doch sehr viel bringen, weil was passiert? Wer geht alles wählen? Die älteren Leute, die vielleicht noch in der Vergangenheit schwelgen und denken, ach, ich wähle sowieso immer das Gleiche, das wird schon gut ausgehen. Damals SPD, CSU, CDU, immer das Gleiche wählen und die Jugend sagt sich, ich gehe nicht wählen, das bringt nichts. Doch, weil die Masse macht's ja. Wenn ihr zu wählen geht, macht's bitte einfach. Ich rede mir hier um heißen Brei. Stellt euch das jetzt einfach so vor, das ist wie bei dem Brexit. In England war es halt so, aus der EU raus, ja, die Leute stimmen dafür und die Jugend weiß nicht mal, worum es überhaupt geht. Ich dachte, okay, wir wählen halt gar nicht, bringt nichts und dann, buff, sitzt er raus und großes Chaos. Genauso wird das gleich jetzt mit dem Internet passieren, wir werden ziemlich beschnitten und ich dachte auch, dass die Schweiz nicht betroffen ist, weil man sagt, oh, da können wir auswandern und sowas, alles drum und dran, ja, bringt aber nichts, wenn die Zuschauer, also ihr, den Content nicht mehr sehen könnt. Auch wenn ich jetzt in der Schweiz wäre, würde ein Video machen, wurde ja in der EU halt nicht ausgestrahlt und würde dort auch nicht funktionieren. Das heißt, du kannst auswandern, aber du darfst die Videos trotzdem nicht in Deutschland reinbringen, sagen wir es mal so. Das ist das China-Prinzip. Du wirst halt komplett von den Medien abgeschottet und darfst nur noch das sehen, was der Staat dir gibt. Das ist doch wie in der DDR, oder? Ich meine, ich will jetzt nicht böse reden, das ist
wie sind die so Stasi-Verhalten irgendwie? Ich weiß, es ist ein bisschen überangespitzt, aber die Leute werden einfach kontrolliert. Also wir sollen kontrolliert werden durch Printmedien, Fernsehen. Ich meine, jeder kennt die Bild, ne? Ganz große Unterschrift, die Leute, oh, die werden, du wirst gelenkt. Du wirst gelenkt in eine Richtung, wie der Staat dich haben will. Und da ist YouTube, Twitch und in dem Sinne, wo freie Meinungsäußerung ist, einfach ein Dorn im Auge. Und wie gesagt, das müssen wir verhindern. Ich meine, wenn ihr genaues dazu wissen wollt, schaut bei Herr Newstime vorbei. Link unten in der Videobeschreibung und Link auch von der Petition unten in der Videobeschreibung. Wir haben noch nicht verloren. Es kann noch gut ausgehen. Und ich appelliere an euch, macht mit. Helft dem Internet wieder voranzukommen. Ich meine, Internet ist Neuland in Deutschland, das ist klar, aber ihr könnt jetzt noch was machen. Also alle, die stimmberechtigt sind, die Petition unterschreiben, also ab 18 aufwärts, ihr könnt noch was machen. Ich weiß, das ganze Video ist vielleicht so, es wirkt so, als wenn ich überhaupt keinen Plan habe. Also, als weil ich nicht weiß, wovon ich rede, aber ich versuche das einfach nur so einfach wie möglich euch zu erklären. Weil weiß ja man nie, ne, wie es läuft, und ich versuche mich auch aus politischen Dingen ein bisschen rauszuhalten, damit ich nicht noch irgendwie angekackt werde, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, und das ist einzig das, was zählt. Deswegen heute kein Gaming-Video, sondern nur das, was ich euch jetzt gerade liefere. Ich möchte nur einen kleinen Denkanstoß geben, damit ihr wisst, worauf es hinausgeht, dass wir nicht mehr das Internet haben, was wir jetzt momentan gerade haben. Also eure Fortnite-Videos und sowas, das wird dann alles nicht mehr da sein. Das wird nicht mehr funktionieren. Weil auch auf so einer Spieleverpackung steht, ja, nicht für den öffentlichen Gebrauch, Lizenz und sowas, alles drum und dran. Alle Spiele, die irgendwo hier auch bei mir rumliegen, steht nicht für den öffentlichen, nicht für die Öffentlichkeit. Es steht drauf, da sind Lizenzen, du darfst es nicht mehr machen. Außer wenn du selbst Lizenzen hast. Also, ach, genug drumherum gequatscht. Ich bedanke mich, dass du zugeschaut hast. Brauchst du nicht liken, brauchst du nicht disliken. Ich brauche auch keinen Kommentar. Ich brauche einfach nur euch. Wir brauchen uns. Also, gebt eurer Stimme ein bisschen Macht und seid auf den Social-Media-Kanälen, Twitter, Instagram, seid aktiv, zeigt unserem Land oder zeigt der EU, dass wir da sind, dass wir dagegen sind. Macht bitte was. Gut, ich danke dir fürs Zuschauen. Wir sehen uns die Tage. Habt einen schönen Valentinstag. Macht's gut. Ciao.